So, Game of Thrones und Ladies, jetzt geht's los mit der Nachmittagsrunde mit Dying Light 2 Stay Human Nummer 2. Und das war's. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Ey, ich grüße dich. Hallo, wie geht's? Na, was macht die Eule? So. Ja, wir hatten hier das letzte Mal unser den Weg hierher gefunden. Nach der Flucht und wurden aufs Wärmste begrüßt. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen weiter. Aha. Was müssen wir machen? Ich glaube, wir müssen Harkon folgen, ja? Genau. So. Gut. Die Tasse habe ich heute selbstverständlich eingeweiht. Oh, lässt sich gut raustrinken, ja. Wunderbar. Mir geht es gut und selber. Ja, mir geht es auf jeden Fall wieder schon besser, ja. Danke dir. Ist gut, wenn man mal ein bisschen auch länger schlafen kann. Ist auch mal ganz nett. So, wir reden noch mal hier kurz mit und so weiter. Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Harkon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Okay. Harkon hat komplett den Verstand verloren. Naja. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Okay. Ich weiß, wenn ich frage, wenn ich bei den Assassin's Creed du hast echt was nicht auf die Schädel. Reihe bekomme, normalerweise steht keiner wieder auf, wenn sie das erklärt, verpasse. Funktioniert es. Und wenn ich es wie im Spiel erklärt versuche, klappt nicht immer alles. Ach so, ja. Ja. Naja. Bald kommt ja auch diese Erweiterung raus. Den Trailer habe ich mir mal angesehen. Gameplay-Trailer ist schon. Haut schon richtig rein. Hat mir schon gut gefallen, aber. Das werde ich nicht machen. Ich habe genug von Valhalla. Ich bin übersättigt. Aber was mich natürlich auch noch interessiert, ist das nächste. Wie die das machen wollen. Ja, wahrscheinlich nichts mit Izu bzw. Samurai. Oh, da bin ich halt raus. Ich hab's ja gesagt. So, hier, aber nicht. Gut, wir müssen schon hier lang. Alles klar. Oh, okay. Nicht übel. Oh. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da. Im Stadtzentrum. Hinter der Giftmühle. Aha. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach. Ach komm, das hast du dort nicht extra gesagt. Valhalla, ja. Ich auch von Valhalla. Aber der erste macht Spaß, wenn ich mich nicht tausendmal verlaufe. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein ganz anderes. Das erste Assassin's Creed. Ich weiß noch, wo das kam und habe mir das ein bisschen angeguckt. Dann dachte ich mir, ach nee, das ist nichts für mich. Weil dann sind die Leute so schnell, so häufig gestorben. Habe ich gesagt, na, das ist nichts für mich. Aber das ist eben ganz anders wie das, was wir jetzt zuletzt immer mal gespielt hatten. Ja, das wirst du schon feststellen. Wie komme ich zum Tunnel? Kannst du mir helfen, dorthin zu gelangen? Ja, kennt sich doch hier aus. Kannst du mir helfen?
Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach runtergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht das weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Was? Schon von Haran gehört. Veledur wurde auch isoliert. Ja. Sie haben Mauern gebaut. Ich kenne Haran. Uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Ja, so stelle ich mir das Paradies auch vor. Ja. Ich bin erst zweimal gestorben. Ach, so wenig? Okay. Mhm. Schön. Aber hier sieht man schon, ne? Das sieht nicht so scharf aus. Mhm. Aber die Wolken sind schön. Okay, gehen wir mal hier lang. Oha, ja. Hm. Ja, sowas brauchen wir nicht gleich. Weg, weg, weg. Okay. Da steht er schon. Folgen Sie Hakon. Warte mal. Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln? Warte mal, ist das hier? Fragezeichen? Oh, okay. Na gut. Leute, hier geht's lang. Puff. Du hast es offensichtlich drauf. Naja, noch nicht ganz. Ich war beim Militär. Spezialeinheit. So, der meint den. 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Na gut, wir werden bestimmt noch ein paar Mal hierher kommen. Okay. Spezialeinheit? Sind die verkabelt oder wie? Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto. Oh, gestellt. Was? Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch, wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul, immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Komm schon. Oh, bin da drauf gekommen, Tweedy. Okay. Aber das ist eine extra Sicherheit. Schon alles gut. Sag mal, was? Wie? Oh, warte mal, das ist jetzt zu kurz. Ja, ja, ich muss warten, okay. Hä? Okay, also an diese Sprunglage und dieses... Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Ja, warte mal. Das ist schon... Ja, danke schön. Okay, das hätte ich also nie geschafft. Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gekommen. Ah, der Hakon, ja, ja. Konntest du es nicht leicht sagen? Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen. Ja, du kannst es ein bisschen anders sehen als die anderen. Herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um.
Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Gut, das war wie gesagt Timeout da. Das ist ja jetzt noch kein Bann, von daher. Aber es geht schon in die Richtung und das andere, denke ich mal, passt schon. Ansonsten kann sich die Person da ja danach nochmal melden. Ja? Wir sind alles nur Maschinen. Da kann das mal passieren. Okay, alles gut. Dachhaine, halten Sie beim Durchqueren von Villador nach Dachhain Ausschau. Stellen Sie, was? Stellen mit dichtem Pflanzenwuchs erkennbar an großen gelben Bäumen. Sie sind eine gute Quelle für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die Sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dass dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Okay. Gelbe Bäume. Okay. Suchen Sie auf dem Dach nach Beute. Ja. Machen wir doch. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Hier ist noch ein Rucksack. Ein paar alte Münzen. An Orten wie diesen wird oft einiges versteckt. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Ja. Gibt es denn eigentlich so ein Warnding, dass wir hier rechtzeitig ins Versteck müssen? Wie beim ersten Teil. Okay, wieder ein paar Teile. Nice. Okay, hat jetzt Schiss, die freigegeben zu haben, da es ja diese Möglichkeit gibt, Nachricht irgendwie freizugeben. Ja, auf die Nachrichten. Okay, aber die andere Person, die noch drin ist, die kannst du direkt wegbannen. Ich hasse sowas. So, okay. Was? Achso. Fetzen, okay. Bin ja mal gespannt, was wir so basteln können, weil wir haben jetzt schon ganz gut gesammelt. Gut, danke dir. Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier verstanden. Aha. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Ja. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Weißer Kristallkern, okay. Aber hier sind noch ein paar Sachen, warte mal. Oh, hier, Kamille, oder? Ja. Was haben wir hier? Harz, okay. Okay. Lavendel, ah. Aber ist schon irgendwie schön hier. Wieso ist die Kiste hier noch so markiert? Ist aber nichts mehr. Einfach bloß so zur Wahrnehmung, okay. Okay. Ich wollte auf dem Dach landen. Ja, hier können wir uns also verstecken, nice. Und dann angreifen.
Gut. Die Farben sind schon sehr, sehr kräftig, muss ich sagen. Oh, hier. Oh, oh, oh. Warte mal. Achso, ich hätte auch darüber. Mich jetzt gut abgerollt, oder? Oder nicht? Los, komm schon. Bin ja schon da. Stopp. Oh shit. Oh, oh mein Gott. Warte mal, das sind irgendwelche vom Militär. Ihr habt hier also eine Armee? Wir werden immer hinterhältiger, um einen zu verunsichern. Ja, definitiv. Die Leute auch so. Jetzt ist auch wieder irgendwas auf Discord oder so, habe ich bei uns mal gelesen. Hüte dich vor denen. Die bewachen den. Die wollen dich irgendwo einladen und dann wollen sie deine. Will der Hacker deine Daten abgreifen. Da wäre die momentane Teleportation gut, ja? Einfach hinter den auftauchen und dann die Hände abhacken. Kommt mir bekannt vor. Behalte sie im Auge. Was ist denn das mit dieser gelben Schrift? Was soll denn das sein? Ist das gut, wenn ich das nehme? Oder komme ich da mehr Informationen? Oder ist das schlechter? Nimm dich vor denen in Acht. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Erzähl mir mehr über sie. Kommt mir bekannt vor. Warte mal, erzähl mir mehr über sie, ja? Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Und die haben mit Sicherheit das Armband, das wir brauchen. Gestern war schräg, das wird dann erst auch unter diese Kategorie freigegeben gefallen. Okay. Ja. Sorry, Internet war eben weg. Okay, alles klar. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Also das mit den Cutscenes finde ich echt gut gemacht. Das ist ein schöner, schöner Übergang. Okay. Achso, ja. Mit der Ausdauer, ja. Das ist echt nicht ohne. Boah. Fast da. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Ja, wahrscheinlich kommt eine Überraschung. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Warte, welche Kiste? Mach mal Licht an. Ach, die hier, okay. Aha, okay. Für vier Leute sollen die öffnen? Wie soll ich die da alleine öffnen? Okay, ich bin auch kein Mensch mehr in dem Sinne. Nicht mehr richtig. Scheiße. Diebe. Oh, shit. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Da ist noch was drin. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ach so, warte mal, ich kann dir nicht viel dazu sagen.
Ja, sagen wir es einfach mal, was auch immer wir da jetzt sagen können. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRI-Wissenschaftler, hat es mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Wir werden es ja sehen, stimmt's? Oh no. Schattenjäger. Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht. Plan B, lauf um dein Leben. Plan B. Ah, shit. Aiden, bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Ich habe keine UV-Lampe. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung. Aiden. So, okay. Achso, es gibt eine Soße aus saurer Sahne, Paprika, Feder und Käse. Oh, das klingt gut. Mach mich nicht hungrig. Letztere habe ich geschafft, so klein zu schneiden, dass sie so groß wie ein gewürfelter Schinken ist. UV-Lampe, UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Es ist der einzig sichere Schutz vor den Infizierten. Achten Sie darauf, daher darauf, wenn sie verfolgt werden. Halten Sie R gedrückt, um Ihren Überlebenssinn zu verwenden und die nächstgelegene Quelle von UV-Licht bei Nacht mit dem Symbol zu markieren. Okay. Dann können wir dann dahin rennen. Oh oh. Oh hell yeah. Ich muss mir nochmal angucken, wie ich die Rolle mache. War im ersten Teil auch nicht ganz so schnell umzusetzen. Oh, hier schön. Kommen die echt jetzt hinterher gerannt? Na gut. Hörst du das? Ja, ich höre alles. Yeah! Mal bis zum Ende rutschen. Okay, jetzt sind wir sicher. Gut. Hier der Übergang zur Cutscene, das finde ich cool. Ja, haben sie gut gemacht. Geh ins Licht. Hakon, Na los, warte auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Biomarker. Keine Zeit, wo zeigt dein Heuler am Arsch? Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Mach auf! Was, jetzt schalten die das ab? Boah, das ist echt mies. Oh Gott, der lockt die anderen an. Oh, halt die Klappe! Ach du Scheiße. Die Jagd hat begonnen, oh no! Was? Jagdstufe 1 von 4? Are you kidding me? Okay, was ist denn das jetzt? Holy shit, ey. Da kommt noch mehr von ihnen. Ah. Nee, warte. Nicht mehr weit. Wir sind dort in Sicherheit. Zum Glück kann ich jetzt höher springen. Okay. Ist es gut hier? Lenk sie ab, was zum Geil, wie soll ich das machen? Killian! Mensch, Killian! Mach schon! Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst!
Hab ich noch meine Klinge? Ja. Verschwinde, Mann. Genau, mach auf. Boah, ab die Rübe. Holy shit. Ja, flieg runter. Bah. The hell, ey. Ja, so muss es sein. Oh, Gott sei Dank. Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Ja, musst du das sagen? Oh. Was sind das für Freunde, Mann? Das sind keine Freunde. Oh, ab hier. Oh, holy shit, ey. Tschüss. Töten Sie die Befallenen, okay, okay. Oh. Hey Subo, ich grüße dich. Hallo, wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Waren das alle? Die Jagd ist vorbei. Oh, Gott sei Dank. Glaub schon. Hilf mir. To Dying Light, Subo. Stay human. Ja, wir versuchen natürlich so menschlich zu bleiben, wie es geht, aber... Wer spinnt, wird geschlachtet. So, warte mal kurz. Ich muss mal gucken, ob die was Cooles dabei haben. Hey, eine Trophäe und 11 Münzen. Und wieder. Cool. Okay. Wahrscheinlich, weil die von dem Typ gerufen wurden. Das sind die ein bisschen besser ausgestattet. Wow, 27 Münzen. Mann, die sind ja echt hier. Die schwimmen ja im Geld. Wie hatte ich denn da noch nie eingesammelt? So, warte. Okay, jetzt hier. Gehen wir rein jetzt? Oh, shit. Ja, die sind nämlich rot im Marker hier. Vielleicht kriegen wir von denen den Biomarker. Oh, no, shit. Nicht Hakon. Boah, hoffentlich hat er nichts abbekommen, ey. Gott sei Dank ist das UV-Licht an jetzt. Verdammt doch mal, Killian. Hättest ruhig noch warten können. Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Schau mal hier. Ja, das ist nämlich die RTX 4090. Woher hast du? Das ist selten. Na. Lass uns rein oder es wird noch seltener. Das war gut. Lass uns rein oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Ich bin der Neue. Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Hakon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben. Er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn. Wirklich. Oh Mann, du Arsch. Ins Krankenhaus also. Oh, Krankenhaus. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was hast du? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Hakon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Ich bin gleich bei euch. Nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Das ist die wichtigste Smartwatch, die du in dieser Zeit am Arm hast. Der Biomarker. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Kilians Unterschlupf, Sicherheitszone freigeschaltet. Yes! Gut, jetzt können wir mal kurz verschnaufen. Oh, Mutter Teresa. Uiuiui. Willkommen in der Dying Light 2 Gaming Lounge.
Mit einem guten Messer ist es tatsächlich zu schaffen, ja. Hauptsache, dass du nicht in die Finger geschnitten. Die Aussage mit dem über die Leiche stolpern könnte glatt von mir stammen. So viele Leichen. Ich glaube, ich schaue mir mal den VOD vom ersten Dying Light 2 an. Mach das, hast du ein paar Stunden Zeit. Kannst du alles angucken. Kannst du auch auf der Tube angucken, wie du willst. So. Ganz okay, könnte besser sein selbst, ja. Ja, was ist da los? Aber sonst alles okay. Nein, nicht mal angeschrammt. Dafür gibt es den Krallengriff. Ah, okay, ja. Das ist gut. Das ist gut, ja. Okay. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, gestern hatte ich ja gesagt, dass ich noch was bekomme zum Aktivieren für das Spiel. Das hatte ich auch gemacht, das hat auch geklappt. Und wenn wir dann irgendwann wieder... Ich weiß nicht genau, ob das in irgendeinem Unterschlupf geht oder in unserem. Dann können wir das auch benutzen. Dann müssen wir mal genau schauen, was das ist. Wahrscheinlich Ausrüstung und irgendwelche optische Sachen. Obwohl das natürlich nicht so viel Sinn macht in der First Person. Naja. Okay, das ist ein Biomarker, okay. Hier ist... Okay, was haben wir hier? Band. Tagebuch eines Nightrunners. Oh, okay. Ein beschissener Taxifahrer. Warte mal. Zeig mal her, ist das das jetzt? Oh, 34 haben wir hier. Klempnerhammer. Ausgerüstet. Warte mal. Aha. Okay. Blau ist bis jetzt am besten. Was haben wir hier noch? Wundbrand. Machete. Hieb. Dumpf. Ja, Hammer ist dann natürlich auch ganz cool. Waffen ist das. Zubehör. Verbrauchsgegenstände, okay. Extras. Moment mal, haben wir nicht... Achso, hier haben wir 100 gehabt, ja. Extras. Hier ist... Warte, ich kann noch weiter runtergehen. Ah, okay. Ausrüstung. Ah, das ist das, glaube ich. Eins davon. Reload-Outfit. Artefakt-Outfit. Eilen Sie durch die Stadt und überwinden Sie alle Herausforderungen. Outfit ist ein visueller Gegenstand, mit dem Sie das Aussehen Ihres Charakters ändern können. Die Statistik der gesamten derzeit verwendeten Ausrüstung bleibt jedoch unverändert, ja. So, das zählt als Vorbestellerbonus. Aha, verstehe. Teil der Vorbestellerbonus von Dying Light 2 Stay Human. Ja, okay. Du konntest kochen. Und alle haben gesagt, angezogen. Nice. Oh, hier. Gleitschirm, greif nach den Sternen, gewöhnliches Nightrunner-Werkzeug. Ein einzigartiger Gleitschirm-Skin, den Lavan verwendet, wenn sie sich am härtesten fühlt. Hä? Okay. Und das hier? Nachladen. Gewöhnlicher Nightrunner-Werkzeug. Okay. Ein einzigartiger Gleitschirm-Skin für die größten Dying Light-Fans der Welt. Okay. Okay, das ist so ein bisschen bunt. Mhm. Ja, nehmen wir erstmal den. Das werden wir ja bestimmt sehen, wenn wir den dann direkt benutzen können. Okay, cool. Ja, hoffentlich sehen wir das dann schön. So, dann haben wir das hier. Tagesanbruch müssen wir warten. Jetzt reden wir mal mit dem. Nightrunner? Sind das aber jetzt die Schattenjäger oder sind das nochmal andere? Es gibt ja noch so eine neue Version. Die sind ja noch stärker als die. Naja, das werden wir noch alles sehen. Warte schon mal kurz mit dem. Aber nein, du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen.
Die Gesichter sehen aber echt gut aus, muss ich sagen. Wo kann ich mich ausruhen? Nach Biomarkern fragen. Du und Hakon, kennt ihr euch schon lange? Nach Hemmstoff fragen. Ja, kennt ihr euch schon lange? Du und Hakon, kennt ihr euch schon lange? So lange. Was meinte er, als er sagte, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Das ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Aha. Ah, okay, ihr wart zusammen. In der Einheit, ja, alles klar. Hemmstoff. Was ist falsch daran, dass Hakon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Naja, da wir schon von Kind auf... ja, genetisch verändert wurden. Hm. Biomarker. Warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Na, irgendwas stimmt mit dem Ton hier nicht, ne? Zum Glück haben Hakon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Okay. Also ich finde es echt gut. Ich hoffe, das bleibt so, dass wir eben auch alles fragen können. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Okay, genug gelabert. Ja. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Tja, Vertrauen muss man sich verdienen. Okay. Was machst du da für eine Suppe? Kann ich noch was hier? Komm. Was haben wir hier? Gurke, Erdbeer, Pasta. Eine Kupferpfanne, wow. Schon teuer. Gut, legen uns mal hin. Hast du etwa Angst, hier einzuschlafen? Brauchst du nicht. Zumindest heute nicht. Gut, singst du mir noch was Schönes vor oder liest du noch was vor? Dann kann ich noch besser schlafen. Die Mia ist ganz schön frech. Such mich. Na, sehr witzig. Hast du es geschafft? Fast. Biomarker sind im GIE-Krankenhaus. Ich bin fast da. Aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Neue Story-Quest, Seuchenmarker. Treffen Sie Hakon im Krankenhaus. Okay. Warte mal, was? So, das sind Pfeile. Hat er hier noch was Gutes? Was ist hier? Wundbrand. Hier kann ich nicht raus, oder? Oh, hier können wir doch raus. Aber das, die Tür meint er nicht, er meint schon die Eingangstür. Trinity, Überlebengebiet 1-2. Ah, okay. Nächtliche Erkundung. Nachts wimmelt es in der Stadt nur so von Infizierten. Um sicher zu bleiben, nutzen sie für ihren Weg durch die Stadt vor allem die Dächer. Vermeiden sie auf der Straßenebene unbedingt die Heuler,
Wenn Heuler sie sehen, werden sie die anderen warnen und die Jagd beginnt. Ach du Scheiße. Achten Sie während der Jagd auf Verstecke auf den Dächern oder verstecken Sie sich im Licht von UV-Scheinwerfern. Ja, das ist natürlich dann gut, wenn wir die lautlos ausschalten können. Bleib auf den Dächern, denn wenn die Heuler dich sehen... Ich weiß, mit denen will ich mich nicht mehr so schnell anlegen. Ja. Das machen wir dann, wenn wir wieder stärker sind. Ich habe mal meine zweite Frau ins Krankenhaus gefahren. Das war die schnellste Fahrt meines Lebens. Ihr ist 3 Monate zu früh die Fruchtblase geplatzt. Scheiße. Du hast Kinder? Nein, da gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Ja. Muss nicht sein. Ja, wenn du baden willst, nachts. Okay. Oh, oh, oh. Die Heuler sind schon ekelhaft. Solange ich noch ganz gut was sehen kann, lasse ich die Taschenlampe mal aus. Was sagt er hier eigentlich? Ja. Bringen Sie mit RB an ein Klettergerüst, um sich daran festzuhalten. Drücken Sie zum Überqueren nach vorne. Ah, plus 8, okay. Das ist jetzt schon das Krankenhaus, nicht wahr? Okay. Ah, hier können wir ein bisschen das Outfit sehen. Ah, guck an, hier. Okay. Moment mal, wir können das doch hier in dem Bildschirm sehen. Ah, hier, guck. Warte, geh mal weg. Reload, ja, genau wie bei dem Gleiter. Mhm, okay, alles klar. So, da können wir gleich mal kurz reinschauen. Nur ein schlimmer Fall von Wundbrand, okay. Was haben wir hier nochmal? Oh, das sieht echt anders aus. Ah, das ist selten, Ressource, und hier haben wir ungewöhnlich. Siegesbeweis für einen ungewöhnlichen Infizierten, meist zu finden bei Befallenen, Heulern und Spuckern. Todesfeen, das klingt schon sehr krass. Lavendel, Aufputschmittel, Dachhaine, ja. Hier haben wir noch was, Moment. Weißer Kristallkern. Gewöhnliche Wertsachen. Seltene und wertvolle Kristallkerne, die nach der Apokalypse entgegen den Auftauchen, die das Militär mit Chemikalien bombardiert hatte. Hauptquellen, Chemiegebiete, weitere Vorkommen, dunkle Chemiehöhlen. Okay.
Solchen Marker. Das heißt, haben wir das alles bekommen? Okay. So, okay. Hakon sagte, dass in einem nahegelegenen Krankenhaus Biomarker vorhanden sind. Das würde gefährlich werden. Konnte ich ihm wirklich vertrauen? Kann man denn eigentlich rangehen, was wir hier bekommen? Warte mal. Kann ich hier das... Ah, okay, jetzt geht's. Okay, für den Kampf gibt es für Parkour und Fernglas... Ah, okay, das ist gut. Eine Hippe. Selten einhändige Machete. Hieb. Der kleine Haken am Ende verleiht einen zusätzlichen Vorteil. Schadensbonus bei niedriger Ausdauer. Okay, was ist das? Ach, Wurfmesser, okay. Upgrade-Stufe. Die Wurfmesser können wir upgraden, ist ja interessant. Also man findet nicht verschiedene, sondern die kann man einfach upgraden. Cool. Auf Feinde werfen, um ihre Attacken zu unterbrechen oder verwenden, um hängende Gegenstände zu Boden zu kriegen. Ah, wahrscheinlich die Pakete. Feindreaktion bei Treffer. Licht. Schaden 10, hergestellte Menge 2. Aha. Das hier. Hemmstoffpaket, seltener Waffentalisman. Ein sonderbares Schmuckstück, mit dem das Aussehen ihrer Waffe individuell gestaltet werden kann. Achso. Dann haben wir wieder Teile und Stofffetzen. Okay, alles klar. Schauen wir mal kurz, ob die Hinweise jetzt verschwinden hier. Das hat ja ein bisschen gehangen. Dachheiner. Okay. Nein. Okay, das ist ein Fehler. Das geht einfach nicht weg. Oh, ich wollte gerade sagen, das bricht mir doch das Genick. Und jetzt bin ich tot. Okay. Aha, alles klar. Hat er sich nicht festgehalten. Jetzt können wir gleich mal sehen, wo wir abgeworfen werden. Mhm. Jetzt sind wir wieder. Sind wieder direkt hier. Ah, okay. Mhm. Bleib auf den Dächern, denn wenn die Heuler dich sehen. Ich weiß. Mit denen will ich mich nicht mehr so schnell anlegen. Ich habe mal meine zweite Frau ins Krankenhaus gefahren. Das war die schnellste Fahrt meines Lebens. Ihr ist 3 Monate zu früh die Fruchtblase geplatzt. Du hast Kinder? Nein, da gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Jo, das war gut. So, und schon sind wir wieder da. Medical Center. St. Joseph, oder was? Ja. Noch irgendwas anderes zum rüberbringen? Ach so, ich muss das fallen lassen. Okay, alles klar. Oh. Ist der schon reingegangen? Mit GOE Zugangsschlüssel öffnen. Das Schloss ist kaputt. Ach, scheiße. Ein Bus? Zur Stunde Null ist ein Bus in das Krankenhaus gerauscht. Hat ein Loch in die Mauer gerissen. Da kommst du rein. Weil niemand reingekommen ist, besteht eine gute Chance, dass noch ein paar Marker übrig sind. Ja, hoffen wir es. Okay. Hier ist der Bus. Oh, oh. Wow, okay, okay. Holy shit.
Oh, 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 hier ist eine ganze Gruppe. Oh, und schon Stufe 2. No! Sag ja, Köpfen ist immer das Beste. Ah! Der Freak. Okay, ich muss das kombinieren. Oh, schön, schön. Weg, weg, weg. Okay, Zeitlupenbewegung haben sie noch drin gelassen. Sehr schön. Oh, yes. Okay. Okay, so kann man eine Gruppe schon schaffen. Aber wenn das so drumherum ist, schwer. Okay, Teile. Nichts. Nichts. Da sieht man eine Sekunde nicht hin, ja, und schon geht's los, ja. Ruckzuck geht's dann los, das stimmt. Ja, der hat noch was. Vielleicht. Hier ist noch was. Ledern, okay. Und wie komme ich jetzt hier? Oh, das ist schon 2 und 4. Beim Bus hat er gesagt, ist hier rein. Also. Hier ist er ja reingefahren, okay. Kann ich das vielleicht öffnen? Warte mal kurz, hier ist doch... Naja, hier und dann irgendwie... hier? Hier oben? Na, hier bin ich wieder draußen. Hä? Hey. Mhm. Wenn ich dann hier oben drauf. Was sind das da hier? Kommst du hier hoch? Ja, kommst du. Okay. Ja, hier bist du reingefahren, aber. Hm. Ja, das geht nicht. Was sind das da hinten? Oh, da sind ja noch welche. Ui. Ja, lass los. Lass los. Lass los. Halt, hier war was. Ach, okay. Alles klar, gut. Ich bin am Haupteingang. Ich habe dir eine sichere Route markiert. Ich warte am Empfang. Ich warte am Empfang. Okay, alles klar. Und schon gehst du drauf, ja. Ja. Manchmal halten sie sich automatisch fest, manchmal musst du es extra machen.
Silben immer wieder anders. So, in 10 Minuten ungefähr hier hole ich mir mal kurz ein Stück Kuchen. Und dann machen wir noch weiter. Ah, hier, das ist die Tür gewesen, okay. Das hat schon ein bisschen Dead Space-Vibe hier. Gefällt mir. Okay. Impuls. Dahin sind viele Sachen. Scheiße, was ist denn das hier? Großes Gebäude, huh? Der GIE hat ein paar von denen für die Medikamentenforschung genutzt. Als alles den Bach runterging, haben sie Forscher zwangsrekrutiert und ihnen das Geld hinterhergeworfen. Und was kam raus? Ein Haufen Scheiße. Ja, warte mal, was ist denn das hier alles für ein Zeug? Okay. Ist alles in einem anderen Raum. Es ist zu. Wo ist er denn? Hier oben irgendwo? Zu. Okay. Hm. Nicht einatmen. Ring doch. Kurz hoch. Zurück. Ah, gut, alles klar. Ja, also Parcours ist auf jeden Fall stärker eingeflochten. Ein kleines Stück. Als beim ersten. Wir haben nicht viel Zeit. Bleib dicht bei. Akko, nicht so schnell. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Heiler. Sie auch richtig getrennt wurden. Okay. Weißt du, wie man Schlösser aufkriegt? Klar, Schlüssel umdrehen. Und wenn du keinen Schlüssel hast? Wie kriegt man Schlösser auf? Ah, Schlüssel umdrehen, ja. Ich bin 1000 Kilometer gereist. Denkst du wirklich, dass Türen ein Problem für mich sind? Mann, ich frag ja nur. Ich glaube, in diesem Raum findest du alle Geräte, die du brauchst, Maestro. Ich habe Schrott gefunden. Daraus kannst du Dietriche machen. Oh, einen Entwurf haben wir gleich bekommen. Nice. Kann man auch wieder upgraden. Cool. Ja, so bleibt ein bisschen mehr Platz im Inventar. Herstellen. Das können wir jetzt direkt hier machen, nicht an der Werkbank oder sowas. Okay. Dietrich, gewöhnliches Zubehör, Upgrade-Stufe. Clever geformtes Stück Altmetall, mit dem Sie verriegelte Türen und Truhen öffnen können. Widerstandsfähigkeit gegen Dietrich in niedrig. Werkstättemenge 2. 5, 94 Teile herstellen. Maximal herstellen. Ah, okay, ja. Da machen wir erstmal 2. Gute Arbeit. Mhm. Schlösser knacken. Öffnen Sie verschlossene Türen und Behälter mit Dietrichen. Dietriche lassen sich auf einfache Weise aus Schrott herstellen. Stellen Sie also sicher, dass Sie sich damit oft bevorraten. Um ein Schloss zu knacken, müssen Sie die richtige Position für den oberen Dietrich finden. Bewegen Sie den oberen Dietrich mit L. Um die obere Dietrich-Position auszuprobieren, bewegen Sie den unteren Dietrich mit R. Je weiter Sie von der richtigen Stelle entfernt sind, desto mehr Widerstand spüren Sie. Mal sehen, ob es so ist wie beim ersten Teil. In höheren Stufen war es schon friemelig. Okay, erstmal probieren.
Okay, ja. Du hast nicht gelogen. Du kennst dich tatsächlich aus. Hatte keine andere Wahl. Ich musste mich auskennen. Können wir die Tür schließen? Ja, danke. Oh, was zur Hölle? Ja, das sage ich auch manchmal. Ugh. Mit der Maske verbunden. Oh. Stofffetzen. Und oh, Harz, okay. Noch was? Müll. Teile. Warte mal, hier ist noch Feuerlöcher, okay. Ja, wir können höher springen, wenn wir gerade stehen. Ist hier noch irgendwas? Nein. So, warte mal. Der Mond. Schön. Was? Von innen verschlossen? Aha. Ah ja, ist sportlich, ja. Unter dem Tisch können wir uns auch verstecken. Nett. Oh, ich kann hier nicht durch, aber drüber springen kann ich doch, oder? Ja, na klar. Gibt's hier? Tür rum. Nee, Harz. Na gut. Ja, besser hier von der Seite springen. Da kann ich mich nicht festhalten. Was? Da ist er hin? Kannst du nochmal springen? Okay, alles klar. Gut. Wäre aber ein verdammt alter Dürum, ja. Den kannst du bestimmt als Waffe benutzen. Oder als Ablenkung. Warte mal, ist hier eine Axt drin? Fuck. Komm, gemeinsam. Hilfst du mir mal? Klar. Das geht nicht. Sch, los, hier lang. Stinkbombe. Darkzone voraus. Bleib ruhig. Was? Darkzone, okay. Gehen Sie weiter ins Krankenhaus hinein. Oh, hier unten schlafen sie. Oh, okay. Der Wand. Sei ruhig und gib mir deine Hand. Wo war das, dieser Walz? Alles okay?
Sicher? Sprich mit mir. Mir dreht sich der Kopf. Dieses Krankenhaus an seinem Ort war ich schon einmal. Gut, das werden wir gleich beantworten. Ich bin gleich wieder da und dann machen wir das. Gleich. So, wir fragen und reden. Dieses Krankenhaus, in so einem war ich schon mal. Eine GIE-Einrichtung. Tja, davon gibt es in der Stadt einige. Ich habe diese Erinnerung. Ich suche Mia, sie ist meine Schwester. Ich habe dir schon von Walls erzählt. Da war was, ja. Keine Ahnung, in meinem Kopf ist Chaos. Du hast die Erinnerung unterdrückt. Wie ich die von meiner dritten Frau. Dritte Frau? Die Infektion hilft dabei nicht gerade. Kopf hoch. Wir finden den Marker und hauen dann ab. Komm. Ja, danke. Ah ja, der Marker. Dead Space, ja, ja. Ach, übrigens, wer von euch Martha is Dead spielen will, kommt auch noch, ja, gemach. Holt euch das nicht für die PlayStation 5. Denn Sony hat ein bisschen Schiss vor dem Game. Das wird extrem zensiert. Nicht bei der Box und bei PC auch nicht. So, okay. Let us out. Oh, hier. Oh Mann, ey. Wir wollen schon so ein bisschen wie Resident Evil hier machen, ja? So den Virus nutzen irgendwie.
Für die nächsten Generationen. They watch us while we sleep. Ist ja creepy. Kommen in der Nacht. Das ist eine Falle hier. Oh. Ja. Krasses Zeug, ey. Was sollen die Schüsse haben und es zensieren, ja, weil die nicht ganz sauber sind. Weil das von der Story halt sehr, sehr, ja, intensiv wird und auch extrem brutal. Es gab ja mal vor einigen Wochen oder Monaten jetzt schon mal eine Demo, wo zum Beispiel dann die Haut des Gesichts abgezogen wird und all solche Scherze. Das ist schon ziemlich heftig und Sony ist da halt super empfindlich. Ich meine, es ist ein Horror-Game. Ja. Ja. Hey Art, ich grüße dich. Hallo, willkommen zum Sonderstream am Sonntag in der Nachmittagsrunde. Ja, ich bin jetzt auch in Dying Light angekommen. Wie geht's? Was macht die Kunst? Ja, sonst soweit alles gut, ja. Nach einer Stärkung geht's einem noch immer besser. Du hast gerade ein Easter Egg an der Wand angeschaut, gemerkt. Läuft, sagen wir so, ist gut, ja. Immer in Bewegung bleiben. Das ist für Feiglinge, ja. Moment, was? World's best mom. was ist jetzt das Easter Egg genau? Mit dem X13? Dass die uns beobachten. Kommen in der Nacht. Ich weiß nicht genau, was das. Was ist jetzt genau das Easter Egg? Komm gerade nicht drauf. World's Best Mom aus dem ersten Teil? Boah, das ist schon so lange her. Ja, okay, ja. Richtig. Hm. Könnte das gewesen sein? Oh. Ach ja, na klar. Ja, die Zombie. Oh ja. Ja gut, da habe ich ein bisschen Abstand, weil das ist ja im DLC gewesen. Diese Mutter, ja. Aber das ist ja nicht im Hauptspiel drin gewesen. Das war auch meine Kritik. Gazi, when mom is heavy, everyone is heavy. Komisch, irgendwie sagt man, das ist gerade gar nichts. Ah, ich komme bestimmt noch drauf, danke dir. Nein, das war im Hauptspiel auf der ersten Map. Ja, so ganz leicht, aber so direkt kann ich das jetzt nicht bestätigen. Ja. Ah, ich komme noch drauf. Keine Sorge. Gazi, der die Medis gebunkert hatte, die im Turm gebraucht wurden. Ja. Ja, so leicht, so leicht. So leicht. Okay. Okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt als Easter Egg wahrgenommen. Danke dir! Warte mal, wie komme ich jetzt hier runter? Direkt wieder runter gehen, oder? Was? Ist der jetzt direkt hier wieder runtergegangen? Nee, warte mal, was? Hier, ne? Hier ist er jetzt runter. Ja, okay. Gut. Schlafen die noch? Die ruhen, ja. Weiß nicht, ob man das genau schlafen nennen kann.
Warte mal. Aha, siehst du? Seifen. Und Teile, gut. Ist das die Szene aus dem Trailer? Schlafende Schönheiten. Ja, wir müssen an ihnen vorbei. Wenn du dich duckst und langsam gehst, bemerken sie dich nicht. Wenn du ihnen zu nahe kommst, bist du erledigt. Ja, du kannst auch keinen ausschalten, weil die anderen werden dann wach. Aber das weißt du bestimmt schon. Ja, weiß ich. Cool. Die Sinne der schlafenden Beißer sind eingeschränkt. Umgehen Sie sie und halten Sie Abstand. Boah. Ist hier eine Wand oder was? Aber Licht kann ich anmachen, oder? Ach nein. Yeah. Okay, das ist zu risikovoll. Das ist echt interessant, dass sie so... Erholt sich dann der Virus oder wie was? Wie läuft das genau ab? Das würde mich mal interessieren. Okay, hier sind wir unsichtbar. Auf jeden Fall hat das Easter Egg jetzt in deinem Gameplay Aufmerksamkeit bekommen. Sehr schön. Na klar, umgehen und Abstand halten. Aber du hast gesehen, die wachen ganz kurz auf, ne? Und dann kriegst du Panik und dann ist alles vorbei. Ja, du hast einen Traum. Schlaf weiter. Dann kannst du die nämlich echt schnell wegtöten. Hinterhalt rot, das heißt, ich kann das nicht machen wahrscheinlich. Die kontern bestimmt. Nein, nein, bleib unten, bleib unten. Ja. Okay. Warte hier. Ne, Moment, wo? Was? Ich muss jetzt hier durch, nicht wahr? Ja. Doch. Ja. Folgen Sie Hakon. Ja, ja, machen wir. Ganz ruhig. Sind überhaupt nicht viele hier drin. Komme ich überhaupt hier durch bei denen? Ich glaube, ich hier lang. Oh Gott, das sind die Pfleger hier. Okay. Ruhig bleiben. Gut. Was ist das hier für ein Zeug eigentlich? Mhm, okay. Sehr stachelig aus. Was ist das? Chemie. Fieses Zeug. Als das Virus außer Kontrolle geriet, besprühte der GRI die ganze Stadt mit diesem Dreck. Hat ja super funktioniert, was? Oh, hier. Ja, du hast mit der Diät ein bisschen übertrieben. Das heißt, hier ist auch ein Schattenjäger im Krankenhaus. Und bei dem hier ist gar nichts? Okay. Ja, der Virus ist auch wählerisch, ja? Nein, den nehme ich nicht.
Okay, der läuft jetzt hier so ganz entspannt hierher. Hin und her. Kann ich auch machen. Warte mal, gibt's hier was hier Leckeres? Also ich nehme Kiwi. Wollt ihr auch was? Und wenn nicht, wäre die Welt auch nicht von untergegangen. Mal kurz AFK. Ja, manchmal gibt es halt so Besonderheiten. Das ist schon ganz interessant. Okay. Alles klar. Also, der Tipp, von dem du mir erzählt hast, wie hieß er noch gleich? Waltz? Ja. Wie kommst du jetzt auf den? Ich dachte gerade dran. Er führte doch irgendwelche Experimente durch. Da war er nicht der Einzige. Es gab noch mehr Städte wie Villador. Von Good for you. Abgeschnitten von der Außenwelt. Viele arbeiteten an einem Impfstoff, Aiden. Aber nun gut. Die Welt ist halt voller Drecksäcke. Ja. Da. Okay. Okay, wieder ein Fahrstuhl. Oh. Also gut. Sei vorsichtig, das ist instabil. Ja, dann spring doch nicht so doll drauf. Komm schon. Oh oh. Schnell weg, schnell weg. Spring, Mann, spring! Scheiße. Was wartest du? Ah, das war so klar. Oh no! Wir kommen zurück. Lebst du noch? Nein. Glaube ja. Muss ich einen anderen Weg finden, nicht wahr? Kannst du hochklettern? Klar. Warte kurz. Beeil dich. Uns läuft die Zeit davon. Gibt's denn hier irgendwas? Nein. Oh, hier unten sind viele. Da ist eine Box. Rennen und dann. Nee, was? Hier sind solche. Aber kann ich hier ran überhaupt? Du lässt dir Zeit, was? Ja, ja, ich lasse mir immer Zeit. Immer. Ich schaff's nicht. Ich habe eine Idee. Ich glaube, wenn ich von da abspringe, komme ich nur ungefähr hier ran. In der Werkstatt der Mädels. Hemmstoff. Genau. Du bist in den ersten Stock gefallen. Dort gibt's irgendwo GAI-Lagerplätze. Suche nach grün-weißen Kisten. Grün-weiß und unten steht weiß-grün. Wenn du noch eine Dosis nimmst, kommst du wieder zu Kräften. Wollen wir kurz eine rauchen? Habe ich aber drin gelassen. Achso. Weil ich vorhin richtig aus dem Internet geflogen war, ja. Okay, alles klar. Hey, Zugangsschlüssel. Ihr GRE-Zugangsschlüssel ist ein besonders raffiniertes Verschlüsselungswerkzeug, das spezielle Türen und Truhen öffnen kann, die mit dem GRE-Zeichen gekennzeichnet sind. Außerdem können damit versteckte Hemmstoffbehälter entdeckt werden. Aha, okay. Entdeckt werden. Der GRE-Schlüssel wird automatisch in der Nähe eines Hemmstoffbehälters aktiviert und zeigt die Entfernung zu dessen Fundort an. Aha, das ist ja gut.
Halten Sie R in der Nähe eines versteckten Impfstoffbehältes gedrückt, um Ihren Überlebenssinn zu verwenden, dessen Fundort hervorzuheben. Okay. Überlebenssinn, ja. Finden Sie eine weiß-grüne Kiste. Ja, weil unsere Ausdauer noch zu gering ist. Ja, sage ich ja, das können wir nicht schaffen. Gut, alles klar, bis später, Hakon. Noch hier oben? Gut. Oh oh. Ach du Scheiße. Wir haben Gesellschaft. Das ist doch einer, oder? Ein Schattenjäger. Schattenjäger. Oh no. Ich weiß, hab den Dreckskerl gesehen. Die waren im ersten Teil richtig hart. Bis ich dann angefangen habe, die zu jagen. Das waren ja dann immer gleich so 3-5 Stück. Auch noch nicht ohne. Er ist weggelaufen. Versucht, um rumzukommen. Okay. Oh, der reagiert schon hier. Ist die Kiste hier? Die hier, ne? Aber das ist hier. Aha. Ah, von innen verschlossen. Scheiße. Okay, das scheint normaler zu sein. Oh, hier. Aha. Okay. Ja, das muss schon sein bei so einem Survival-Game, dass du dann bis zu einem gewissen Punkt dann irgendwann mal zurückschlagen kannst, aber nicht so übermächtig wirst, weil sonst ist das Survival nämlich verschwunden. Das ist dann immer ein bisschen schade. Drähte, okay. Elektrikteile, okay. Aber du bleibst aber hier liegen, oder? Okay. Oha, hier ist offen. Oh ja, einen Kaffee brauche ich jetzt hier. Gib mir mal einen Kaffee. Oder eine Guldenmünze, ja. Okay, nehme ich auch. Die waren damals schon heftig, du, ja. Definitiv, also. Ja. Ja, haben sie schon überrascht geguckt, wenn ich sie dann gejagt habe. Das tat richtig gut, das, wenn du das dann machen konntest. Aber vorher hast du keine Chance gehabt. Wie, das heißt, die werden hier mal ganz kurz wach, oder wie? Muss ja schon wie so ein Hive sein. Ja, das ist dann echt das Ende der Menschheit, dann. Aber so weit wird es ja nicht kommen. Oh shit, der pennt ja gar nicht. Warum pennst du nicht? Ey, warum pennst du nicht, Mann? Scheiße.
Jetzt wird das hier nichts. Oh Gott, gegen so viele kann ich nichts machen. Oh nee. Oh Gott, beruhigen die sich eigentlich wieder? Wo ist denn der blöde Marker jetzt? Achso, ich... Ja, gut. Hm. Scheiße, sind die schnell. Und er wechselt dann direkt auf die nächste Waffe. Oh, das ist aber nice. Ach du Scheiße. Oh Gott, ey. Wo war der hier? Scheiße, war ja zu. Okay, das hat geknackt. Oh! Ah, meine Ausdauer. Okay. Ah, okay, der hatte Münzen. Gesundheit, ja, ich werde gleich was nehmen. Lass mal hier durchchecken. Na, viel Spaß für die, ja, danke dir. Eines Tages wirst du das auch hier können. Ich wäre aber richtig. Ja, dann werde ich es mir schön gemütlich machen. Und dann. Und dann kommt dann so ein Impuls, der umfasst den ganzen Planeten. Dann noch einmal tief durchatmen, Augen schließen und dann ist alles gut. Dann werden auf dem Tisch Dokumente liegen, was wir Gutes gemacht haben, was wir Schlechtes gemacht haben. Ja, und das, der Rest ist dann den anderen überlassen. Okay, ungewöhnlich. Gut. Dagegen haben wir ja noch Glück. Ja. Noch Glück, ja. Oh, doch. Diese Gegenwehr musste ich einfach festhalten. Aber hier schöne kreative Waffen. Das finde ich im Überleben immer richtig gut gemacht. So, warte mal. Hier kann ich aber jetzt... Hier war zu, ne? Okay, warte mal. Ach, man kann es nicht lesen. Schon eine höhere Stufe. Habe ich echt alle jetzt hier umgehauen? Ja, ich hätte wahrscheinlich, sobald ich den bemerkt habe, hier unterm Tisch bleiben sollen. Aber dann kam er doch hinterher gerannt. Teile, okay. Da geht's durch. Was haben wir hier noch? Ist hier noch ein paar Sachen. Hier ist zu. Oh ja, haben sie einen durchgeschliffen? Kate, beeil dich. Wenn der Infizierte dich findet, bist du tot. Ja, ein paar haben mich schon gefunden. Da hinten steht doch einer, oder? Ja, das sieht nur so aus. Wehe, du wirst jetzt wach. Danke. Oh shit.
No, no, no. Mach nicht so einen Krach, Mann. Eis. Ich hab Angst, Mia. Hey, ich auch. Und ich bin jünger als du. Also sei kein Angsthase, Adi. Was, wenn der Doktor uns sieht? Bitte nicht. Außerdem müsst ihr uns dann fangen. Komm schon, nicht kneifen. Also ist das das Krankenhaus oder ist das einfach nur eine Erinnerung daran? Weil es so ähnlich ist. Ja, die paar wenigen, mit denen... Bist du ja noch klargekommen, ja. Ja, stärker und mehr dürften nicht sein. Was? Was war denn das jetzt? Hat man gesprungen? So, in der Nähe, ja. Hier haben wir noch was? Nein? Oxidationsmittel. Mhm. Blau. Im grafischen Stil sieht das echt gut aus. Diese Symbole. Alkohol, okay. Rucksack. Pigmente. Da ist ja die Kiste. Okay, warte. Gehen wir gleich. Hier haben wir noch eine Tür. Irgendwann mache ich einen Schrank auf und da ist einer drin. Garantiert. Osporphin. Stofffetzen. Wollen sie nicht Aspirin schreiben? Damit es keinen Ärger gibt. Okay. So, was schreibt der Chat? Aha. Es wirkt so, dass es das ist, ja. Es kommt bestimmt irgendwann, ja. Garantiert. Garantiert. Hier noch von was? Okay. Na dann. Halt, hier ist noch ein bisschen was. Oh, sogar noch was drin. Schön. Moment, was haben wir hier? Okay, nochmal das. Dann Harz. Und hier sogar Violett. Einzigartige Jogginghose. Und nochmal Seife. Und Hemmstoff. Artefakt, Verbrauchsgegenstand. Wow, okay. So viel gleich. Cool. Legendär sogar. Nice. Weiß nicht, ist das immer legendär? Hemmstoffe. Hemmstoffe sind die einzige Möglichkeit, ihre maximale Ausdauer und ihre Gesundheit zu steigern. Ja, das brauchen wir. Es ist wichtig, diese Attribute zu steigern, da einige Fertigkeiten dadurch zugänglich werden. Jedes Upgrade erfordert 3 Hemmstoffe. Wenn Sie es finden, wechseln Sie zum Menü Fertigkeiten, um ihre Werte mit einem Stufenaufstieg zu verbessern. Mhm, okay. Hemmstoffe finden Sie in GRE-Kisten, die an den Orten J-Quarantäne und J-Anomalie verborgen sind. Das ist Anomalie, okay. Mhm. Bei Erkundungen abseits der ausgetretenen Pfade können auch zusätzliche Kisten entdeckt werden. Okay. Oh. Alles klar. Für jedes Upgrade von Ausdauer oder Gesundheit benötigen Sie 3 Hemmstoffe. Wählen Sie jetzt Ausdauer, um höher klettern zu können. Ja. Müssen wir ja machen. Ausdauer lässt sie höher klettern und länger kämpfen, ohne dass sie außer Atem geraten. Geben sie 3 Hemmstoffe aus, um ihre Ausdauerstufe zu steigern. Hemmstoffe anwenden. 3. Los geht's. Jawohl. Immunität ist gestiegen. 5, 11. Okay.
Ja, Kampfpunkt. Tagebuch. Weil das nicht die Hauptwaffe ist, ist das dann durchgewechselt? Soll es es sein? So. Mal hier noch was anderes. So, warte mal, hier. Kurze Tarnhose. Einzigartige Jogginghose. Jogginghose für Jägerklasse. Mit Schwerpunkt auf Fernkampfwaffen und Tarnung. Fernkampf. Aussehen des Gegenstands durch das Outfit ersetzt. Ausdauerkosten. Fernkampf minus 4,2. Überlebenssinndauer plus 3,9. Parcours plus 0,7. Schaden. Fernkampfwaffen plus 3,6. Okay. Rüstung von Ausrüstung. Gesamtschutz gegen Schaden durch Teile der Ausrüstung. Achso, das zählt jetzt als Werkzeug. Ja, okay. Stumm. Genau, das ist das Werkzeug zum Erkennen. Das ist noch alles zu, okay. Aber hier ist... Oder ist es noch hier drin? Nee. Ach hier, davon haben wir jetzt 5. Okay, hier sind noch ein paar Sachen. Chemische Komponente mit unterschiedlicher Dichte, Sprengstoff, verlassene Läden, Evakuierungskonvois. Okay, alles klar. Und dann war vorher ein mega fieser Speicherpunkt. Das wäre richtig mies. Das wäre richtig mies. Okay. Pigmente. Pigmente, ungewöhnliche Ressource. Auswahl an Chemikalien, Färbemitteln, fluoreszierenden Materialien. Verwendet in Zubehör, Waffenmods, Hauptquelle. Verlassene Läden, Evakuierungskonvois. Okay, auch da. Alkohol. Moment, können wir dann wieder Molotow-Cocktails machen? Ungewöhnliche Ressource, starker Alkohol, der als entflammbare Flüssigkeit nützlich sein kann. Oder irgendwelche Fallen. Wenn in entflammbarem Zubehör, Hauptquelle, verlassene Läden, dunkle Höhlen. Ja, da kommt Feuer am besten zur Geltung. Moment, das habe ich noch nicht berührt. Hier, zack. Drähte, Waffenmods, Kofferräume, verlassene Läden. Knäuel, elektrische Drähte. Ja, das ist nichts für Katzen. Das ist hier leer. Leer. Okay. Hinweise. Gut, dass man das nochmal nachschauen kann. Ich glaube, das war mit dem Tutorials fortgeschrittene Funktionsweise. Hocken, ausweichen. Wo war denn das normalerweise mit diesem... Ist das nicht abrollen oder so? Klettergerüst. Schnelle Angriffe. Ja, wenn das weggeräumt ist... Stellungsmine, perfekter Block. Ziplines. Was? Tische nutzen? Achso. Parcours. Ah, das, wie gesagt, das müssen wir trainieren. Sicherheitszone. Ja gut, finde ich jetzt nicht irgendwie. Das war, glaube ich, B, ne? Kurz zuvor. Was ist los? Hab den Helmstoff genommen. Fantastisch. Geh zum Aufzug zurück. Ich warte noch nicht. Es macht uns besser. Warte mal.
Ah, das ist nicht mehr unterbrochen. Okay. Interessant. So, lassen wir mal kurz eine andere Waffe. Hier habe ich sogar... Okay, das habe ich jetzt mehrfach eingesammelt. Eine Langaxt. Oh ja. Zeig mal her. Oh. Ah, okay. Langsam, aber haut dafür richtig rein. Gut, hier hat man noch was. Ach, hier, was ist das? Knochen? Fischbein. Okay, das sah kurz aus wie ein Knochen. So, jetzt haben wir die Abkürzung. Das liebe ich ja sowieso, wenn man dann so einen Weg wieder hat und dann so, ah, jetzt sind wir hier und das ist immer cool gemacht. Hallo? Hakon? Warum rufst du zu dem? Nice! Cool. Ah, es hat wieder alles verbraucht, aber trotzdem. Jetzt können wir das. Oh, sind sie hier operiert? Mach hin, Aiden. Scheiße. Also das erinnert mich ja jetzt richtig an an Dying Light 2. Quatsch, ich meine hier an. Gott, ey. Zu viel Süßstoff. Dead Space 2. So, jetzt haben wir's. Du warst eine Weile weg. Wie fühlst du dich? Nur infiziert, aber bereit loszulegen. Ha, das ist gut. Tut mir leid, Junge. Was tut dir leid? Das hier, im Namen all seiner Huren, Gauner und Idioten, ernenne ich dich nun zum Bürger von Villedor. Was? Du verwandelst dich gleich. Geh ins Licht, schnell! Bitte was? Lauf! Was zum Geier? Wo ist hier das Licht? Oh Gott, ich krieg's nicht hin. Wow! Was zum Geier? War klar, dass er kommt. Okay, geschafft. Boah, sauber. Siehst du? Ich sag doch, die sind blitzschnell. Mistviecher. Pass auf, das ist noch der Große. Ah, der ist echt kräftig. Das war knapp. Was würdest du ohne mich tun, Pilger? Hm? Ich wollte nie ein Pilger werden. Irgendwie ist das einfach so passiert. Ich bin aus einem ganz anderen Grund durchs Land gewandert. Also beabsichtigt, dass er dich jetzt verfolgt hat. Ja, ja. Und was dann? Dann? Was machst du, wenn du deine Schwester gefunden hast? Ich weiß noch nicht. Ja, lassen uns irgendwo nieder, ja? Ja. Ich finde einen Ort, an dem wir leben können. Irgendwo, wo es ruhig ist. Ich bin infiziert, da muss ich mich irgendwo niederlassen. Und wohin willst du dann? Überall ist es besser als in dieser Stadt. Ha, also die Messlatte ist ganz schön niedrig. Ich finde was, wo die Leute keine Angst vor Pilgern haben. Keine Angst vor mir. Wäre schön, nicht ständig fliehen und sich verstecken zu müssen. Ich wollte schon immer mal angeln. Fisch ist lecker. Also ich habe einen sehr spezifischen Plan. Genau so siehst du auch aus. Ich möchte am Meer leben. Dort soll ja alles einfacher sein, weißt du? Ich wollte schon immer mal surfen lernen. Musst ein paar alte Postkarten gefunden, oder was? Ah, verspotte meinen Traum nicht, Mann. Eins weiß ich bestimmt. Ich muss raus aus dieser Stadt. Sie bringt mich um.
Stück für Stück. Hilfst du mir? Das Meer ist sehr weit weg von hier. Wir sind beide infiziert und niemand will Pilger in der Nachbarschaft. Scheiß auf die Leute. Um die kümmere ich. Und du hilfst mir draußen zu überleben. Du kennst die Wege. Du weißt, wie man draußen überlebt. Was sagst du? Wir passen aufeinander auf. Wie klingt das? Kuchen. Lecker. Also nicht jeder Fisch ist lecker. Ja, kannst auch nicht jeden Fisch essen. Das stimmt. Ja. Passen aufeinander auf. Wie klingt das? Abgemacht. Mal sehen. Zwei dürfte es leichter sein, ja. Na gut, noch haben wir Mia nicht. Abgemacht. Deal. Okay, dann mal los. Großartig. Wie Venom sagen würde, do we have a deal? Das wirst du nicht bereuen, Aiden. Versprochen. Und was dein Ziel angeht. Die Lage ist folgende. Nachdem der PK-Commander ermordet wurde, haben sie den Weg ins Zentrum blockiert. Der Mörder soll an der Flucht gehindert werden. Um zum Fischauge zu kommen, müssen wir sie austricksen. Aber ich weiß, wann die Nachtwache abgelöst wird. Das ist unsere Chance. Ich hole das Zeug, das wir für den Weg brauchen. Ich muss unsere Chancen abwägen. Bis dahin, sieh dich um. Lass dich gehen. Komm schon. Ich zeig dir was. Okay. Und es war ein Schattenjäger, ja. Aha. Okay, nett. Wann kommen wir denn auf Stufe 2? Was sind wir denn jetzt hier? Oh, was? Was, wie lange dauert das? Okay, das ist der erste Teil, den haben wir. Sechs Teile sind das. Wahrscheinlich immer kleiner. Alles klar. Na gut, kann vielleicht auch einen Schub geben. Moment mal, was? Jetzt haben wir das ein Tischbein als Waffe. Nehmen wir uns her. Hat er gar nicht reingenommen jetzt? Oh, wir können hier. Ah, das ist. Ach, stimmt, eben, wenn wir rennen. Ja, genau. Ah, das ist ja super cool. Okay, das haben sie noch drin. Ja, wenn die dich dann jagen, kannst du nämlich mal nach hinten gucken. Das vermisse ich bei vielen Games, wenn sowas kommt. Dass du mal nach hinten gucken kannst. Aber irgendwie kann ich das. Ja, warte mal. Ah, jetzt habe ich das hier. Das Tischbein. Aber es ist schnell. Das ist ja witzig. Okay. Sprechen Sie mit Harkon. Sollen wir uns schauen, dass wir uns irgendwie. Was ist das hier? Nightrunner-Werkzeug. Nicht entdeckt. Gut, das haben wir jetzt bekommen, aber. Die anderen Sachen müssen wir alle entdecken. Was ist das jetzt? Moment mal, hier ist aber das Auge zu. Was? So. Das ist alt. Ah, okay. Ilga. Das ist Jäger. Ja.
Kopfbedeckung. Hm. Mhm. Was ist das hier nochmal? Achso, Dietrich, okay. Wo war denn das mit dem... Achso, hier, Fertigung. Na, Moment mal, machen wir mal. Oder? Ach komm, wir machen gleich mal Maximum. Und hier machen wir nochmal 2. So. Gut. Hier, das wirst du brauchen. Sieh dich in der Stadt um, Old Villador. Viel Interessantes, dass du... Es wird wahrscheinlich wieder nicht zu viele Level geben, die man erreichen kann. Ah, könnte sein. Hauptsache nicht zu übertrieben, dass du hier 80 Level oder sowas brauchst. Mann, die Zeit rast wieder mal heute. Fernglas, jetzt haben wir das bekommen. Mit einem Fernglas können Sie wichtige Orte der frei erkundbaren Welt entdecken. Halten Sie links gedrückt und drücken Sie, um es zu verwenden. Okay. Beobachten Sie das Fadenkreuz in der Displaymitte genau. Es wird kleiner, je näher es einem Ort ist, der entdeckt werden kann. So, und dann okay, entdeckt. Orte, die mit dem Fernglas entdeckt werden, werden ihrer Karte automatisch hinzugefügt. Mhm. Ah, okay. Aha. Naja, vibriert's doch schon. Siehst du die Kirche? Ah. Da haben uns die Heuler verfolgt. Sie ist der Mittelpunkt dieses Stadtteils. Mhm. Okay. Warte mal, das können wir gar nicht richtig lesen hier, was? Windradweide. Aha, 100. Von Nightrunnern kurz nach dem Ende des Bürgerkrieges im Jahr 2025 aus alten Möbeln und anderem Schrott erbaut. Wenn sie in Betrieb sind, können sie eine kleine Siedlung mit Strom versorgen. Aktivität gesperrt. Schalten Sie Gruppierungsgebäude frei und aktivieren Sie eine Sicherheitszone. Belohnungen. Das, das und das. UV, Behausung und Parcours. Okay, Karte öffnen. Ja, gucken wir mal kurz. Muss schon niemand 1 bis 2. Okay. Mhm, mhm, mhm. Bis Farm. Spielerversteck, okay. Ausruhen. Noch nicht entdeckt. Was sich dort befindet. Hm, das haben wir ganz kurz mal gesehen. Hm, okay. Was noch? 8 Stunden, 48 Minuten. Nehmen Sie mit dem Fernglas die Kirche in... Okay. Haben wir gemacht. So. Wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Was? Achso, Kirche hat er jetzt gesagt, ne? Die anderen Sachen hier?
Noch ein Windrad. Lerche. Hakon, du stehst im Weg. Ich habe mal nach dem maximalen Level gesucht und einen Tipp gefunden, der praktisch sein wird. Es soll am besten sein, diese Einrichtung nachts zu betreten. Ja, nachts ist auch schwieriger, da gibt es mehr Punkte, ja. Jetzt haben wir es. Das wollte er, ja. Da findest du Tafeln mit Leuten, die in der Stadt vermisst werden. Eine zum Beispiel in der Nähe der Kirche. Vielleicht findest du dort was über deine Schwester raus. Und wenn nicht, dann genieß es halt einfach. Die Welt ist ja eh schon am Arsch. Hm? Schlimmer kann es nicht werden. Ich melde mich, wenn ich alles im Griff habe. Sondern weniger Zombies rumlungern? Okay. Okay, Sie haben die Zoom-Stufe frei erkundbare Welt freigeschaltet. Drücken Sie, um die Karte zu öffnen. Okay. Hier sehen Sie alle Aktivitäten in der frei erkundbaren Welt, die Sie mit Hilfe eines Fernglases oder durch Erkundung entdeckt haben. Okay. Basar-Siedlung, überlebenden Gebiet. Der Basar als Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit erbaut, beherbergt derzeit Marktstände und Lagerhäuser. Seine dicken Mauern schützen die Bewohner sowohl vor Banditen als auch vor Infizierten. UV-Scheinwerfer, Ausruhen, Spielerversteck, Laden, Handwerksmeister. Oh ja. Oh, wir können sogar ein bisschen reinzoomen. Okay, nett. Händler. Ah, okay. Eins bis zwei. Und wieder das Klischee Kirche, ja. Naja, das passt natürlich wieder mal. Adios. Willkommen, Villador. Sie haben nun die offene Welt von Villador freigeschaltet. Ihr erstes Ziel ist das Zentrum der Überlebenden, der Basar. Dort finden Sie einen Händler, einen Ruheplatz und ihr Versteck. Bei dem Händler und bei den anderen Sachen bin ich mal gespannt, was wir da machen können. Was wir da bekommen. Verwenden Sie Ihr Fernglas und erkunden Sie die Karte, um weitere Orte zu entdecken. Wie Windräder, mit denen sich neue Sicherheitszonen aktivieren lassen. In der Stadt gibt es eine Menge Orte zu entdecken. Gut, haben wir immerhin schon zwei entdeckt. Beim Erkunden der Welt sollten Sie den Kompass im Auge behalten und nach Begegnungen suchen. Durch sie bekommen Sie Gelegenheit, Bürgern von Villador zu helfen und dafür EP und verschiedene Belohnungen zu erhalten. Da hängt einer oben. Quest abgeschlossen. 250. 1000. Eine Hippe. Ein Wurfmesser. Der einzige Ausweg. Neue Story Quest. Nice. Honig, Kamille, Stoffwetzteile. Wieder gutes Zeug bekommen. So, hier können wir mal reinschauen. Gelb und blau wird jetzt angezeigt. Guckt ihr das an. Wurfmesser, ungewöhnlicher Wurfgegenstand, Upgrade-Stufe 10 Schaden. Alle auf Feinde werfen, um ihre Attacken zu unterbrechen. Genau, oder verwenden, um hängende Gegenstände zu Boden zu bringen. Ja, wie der gerade hängt. Feindreaktion bei Trefferlicht. Okay. Schaden 10, Menge 2. Herstellungsteile, Teile, Stofffetzen. Mach gleich mal 22.
Gut. Zubehör. Nach Seltenheit. Ich dachte, das wird dann trotzdem. Das ist schon ganz gut für die Orientierung hier. Diesen Mini-Videos. Ja, das Spielerlevel soll weniger wichtig sein, eher die anderen beiden. Ja, Parcours und Kampf, Ja, das ist das ja schon, aber mir kam es vor, als wäre das irgendwie extra nochmal zum Aktivieren. Na gut. So, das nehmen wir mit rein. Die Hippe können wir modifizieren überhaupt? Ne, da müssen wir erstmal zu dem hingehen. Hilferuf kann man machen, okay. So, der einzige Ausweg, Story Quest, aktuelle Quest. Die Peacekeeper haben die Passage zum Stadtzentrum abgesperrt. Um dorthin zu gelangen, muss Harkon und ich einen Weg um ihre Patronen herumfinden. Aktuelles Missionsziel, verbringen sie Zeit auf dem Bazar, während sie darauf warten, von Harkon zu hören. Was bekommen wir wieder hier? Aufputschmittel, Immunität. Gewöhnlicher Verbrauchsgegenstand. Regeneriert einen wesentlichen Teil ihrer Immunität. Immunität 35. Hergestellte Menge 1. Das hier? Cordyceps. Pilze, die dabei helfen, die Muskeln mit Energie zu versorgen und den Sauerstoffverbrauch unter Belastung zu optimieren. Verwenden Aufputschmittel. Ah, okay, jetzt geht's schon los mit der Verbesserung mit den Medikamenten. Das zählt unter Aktivitäten. Lerche, Erle, beide. Da gibt es dasselbe. Aha. Okay. Okay. Warte mal, das Blaue. Ist das hier? The Wharf? Oh, 5, 6 ist schon. Das ist hier nicht markiert. Unbekannt. Ach, hier. Drehen. Drehen kann ich nicht. Da
Da sind sie schon. Wow. Zeit ist schnell. Warte mal, wo ist denn das mit dem da hinten? Oh, warte mal, warte mal. Warte mal, wie kann ich das machen hier mit dem? Moment, Moment. Ich muss erst mal gucken wegen dem... wegen dem Messer. Achso, Moment mal. Ich glaube, das ist das hier, oder? Genau. Aber das kann ich jetzt einfach als Angriff machen. Der hat schon Stufe 2. Naja, so geht das nicht. Ach, so geht das. das hat aber gesessen. Okay, ich versuch's mal. So, jetzt bist du frei. The freak is this? Ah, okay. Also dann müssen wir hier auch gedrückt lassen. Nice. Zack. Überlebender gerettet. 201. 200. Nice. Okay, cool. Ich dachte schon, ich würde hier drauf gehen. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Gern geschehen. Aufrutschmittel Feuerfestigkeit. Oh, okay. Bist du überhaupt in diese Falle gekommen? Hier. Aufputschmittel, Feuerfestigkeit 2. Okay. Ich weiß nicht genau, was das ist. Upgrade-Stufe verringert vorübergehend den Schaden durch den Feuereffekt. Feuerbestimmt bis 25%, Dauer 90. Okay. Ja. Auch nicht verkehrt. Gut, dann haben wir das schon mal abgehakt. Das ist echt nett. Ah, okay, also kann ich das so machen, gedrückt lassen, dann auswählen. Ich kann wahrscheinlich auch dann so mal durchhalten. Ach, das ist ja super praktisch. Gut, bei der Lampe geht nur an und aus, alles klar. Ja, das ist gut überlegt, ja. Okay, können wir dann immer dementsprechend anpassen. Ah, die Upgrades, das wird bestimmt mega gut. Gut, dann sage ich mal, dass wir hier noch die neue Mission starten und dann beim nächsten Mal weitermachen. Das ist natürlich die Frage, ich komme jetzt hier gar nicht mehr hin. Muss gucken, ob ich hier irgendwie... Den mache ich jetzt erstmal weg. Ja, ist schon Stufe 2, ja. Okay. Ich
Ich kann einen neuen Gegenstand herstellen. Was ist denn das? Das kann ich neu herstellen. Aber das sind doch alle. Vielleicht meinten die ja das. Holy hell. Verfetzen, okay. Oh, du warst es. Okay, lass uns mal kurz heilen. Okay. Oh, hat er doch geschafft. Cool. Wenn wir sowieso eher hier oben bleiben. Boah, das sind ja echte Leute hier. Holy shit. Was? Oh shit. Oh, okay. Oh, das ist schon Stufe 2, 4. Ah. So, den habe ich schon mal runtergekickt. Und der ist auch weg. Na, scheiße. Oh, festgehalten. Nice. Oh Gott, schnell. Oh, du Stück Scheiße. Oh, der hat auch Level 2. Ist diese Scheiße zu fassen? Ah, die sind noch zu viel hier. Ah! Ich will mich mal kurz heilen. Soll mal kurz die Waffe machen, ja. So, jetzt. So, wieder versucht zu werfen hier. Oh, das war knapp. Noch mal zu euch, ja, Freunde. Der Freak, fass mich nicht an. Oh, den anderen voll geköpft. Den auch hier. Holy shit, ey. Hier. Yeah.
Was für ein Tritt. Puh, nicht schlecht, würde ich jetzt sagen, ja. Sanitäterkappe, cool. Oh, hallo? Du bringst mich aber jetzt nicht um, oder? Okay, chill. Alkohol. Leer. Okay, da gehe ich jetzt nochmal kurz zurück, weil die hatten ja hier irgendwelche Taschen oder so. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. War das jetzt hier direkt? Zigaretten nehme ich dann gerne. Die sind, glaube ich, nicht mehr gut. Oh. Naja. So weit können wir dann doch noch nicht springen. Was ist los? Was ist los? Ja, warte mal, hier so. Ne. Komm hoch, hoch. Oh, da komme ich dann nie mehr hier rüber. Ich wollte doch an die Taschen. Ja, oh Gott. Das ist schon mies, das kriegst du ja gar nicht mit, richtig. Verlassener Laden, Nachtaktivität. Plündern Sie die Fertigungsstelle, okay. Hemmstoffbehälter erkannt. Aber erst direkt in der Nacht gültig, oder? Oh, zeig mal her. Dunkle Höhlen, ach so, verlassene Läden. Dunkle Höhlen und verlassene Läden. Sind zwei Orte der frei erkundbaren Welt, an denen sich wertvolle Beute befindet. Tagsüber wimmelt es hier nur von Infizierten, da ist es klug, sie nachts zu erkunden. Ja gut, weil sie natürlich ruhen, ja. Ich dachte, sonst hätte man sich vielleicht vorbeischleichen können. Aber springen mit diesen Sprüngen in die Heuhaufen tue ich mich ganz schön schwer. Ja, da muss er auch richtig ausgerichtet sein. Das kommt dann schon noch. Verlassene Läden bieten ihnen seltene Fertigungsteile,
die sie zur Erstellung von Waffen, Mods und anderen fortschrittlichen Artikeln nutzen können. Dunkle Höhlen sind die besten Orte, um Wertsachen und Geld aus der alten Welt zu finden. Erbeuten sie diese Gegenstände, um ihren Wohlstand zu mehren. Okay. Ach du Scheiße, ey. Okay. Ja, das ist schon heftig. Naja, na gut.
So, ja, okay. Jetzt machen wir noch ein Stück. Nochmal kurz rumgucken. Hemmstoffbehälter erkannt. Da ist noch ein Fragezeichen. Ist schon wieder einer, der gerettet werden muss. Was ist das? Achso, das ist ein Vorhang. The freak is this? Oh Gott, ist das hier so ein Netz? Gottes. Stoppt das jetzt oder das ist irgendwie seltsam? So, wir nehmen später Erdbeerpudding machen. Oh ja. Ja, lass es dir schmecken. Oh, warte hier. Hier sind noch welche. Leise, Mann. Da ich noch diese Becher vom Eis habe, kommt der dann da rein. Ah, okay. Hm. Was? Wieso geht das nicht? Immunität niedrig. Ihre Immunität ist niedrig. Suchen Sie nach UV-Licht, um sie wieder aufzufüllen. Okay. Alles klar. Hier unten. Oh no. Du verdammtes Arschloch! Arschkrampe! Okay, das ist dann immer bei solchen. Hä, was waren das jetzt?
Jetzt hier haben wir was geworfen. Dann hauen sie wieder ab, oder was? Also. Mann, haben die viel ab, ey. Ach so, ging das mit Ausweichen. So, du bist noch übrig, mein Freund. Scheiße. Ich hab was für dich, du Bett. Oh, ich hab keine mehr. Überraschung, du Scheiß. Banditen besiegt, nice. Ey, ich hab gerade Banditen besiegt, geh weg. Dein Kopf ein bisschen daneben. Bin mal gespannt, wie viele der ich brauchen werde. Ja. Mal sehen, wie viele. Ich habe eine neue Waffe, dann drücken Sie, um Inventar zu öffnen. Okay. Mittel, ob wir das überhaupt schon machen können? Ja, perfekt. Konserven, seltene Wertsachen, okay. Stabile Schuhe. Alles klar. Oha. Okay, dahin ist er. Frage ist, kommen wir überhaupt hier rein?
Oh, antiker Hammer. Oh, der hat 3. Aufputschmittel Immunität. Nice. Richtig gute Sachen hier. Oh, Mittel wieder. Ah, shit. Jawohl. Krankenpflegerhandschuhe. Okay, Aufputsch mit Immunität. Schön, haben wir 2. Hier ist noch was. Medikit Militär-Artefakt. Das Artefakt scheint die legendäre Version zu sein. Jägerhandschuhe. Okay. Und nochmal Immunität. Ein Stück. Na, das hat sich doch gelohnt. Gut, dann haben wir das nochmal. Aufputschmittel Immunität. Einzigartiger Verbrauchsgegenstand. Upgrade-Stufe ist... Upgrade-Stufe ist voll. Okay. Generiert einen wesentlichen Teil ihrer Immunität. Die Immunität wiederhergestellt. Bis 80. Oh. Bin ja mal gespannt, was passiert, wenn du es irgendwann mal nicht rechtzeitig ins Licht schaffen solltest. Ja, löse ich mich wahrscheinlich auf oder verwandle mich und dann ist es vorbei. Aber richtig gelohnt, ja. Und dann Medikit Militär Artefakt Verbrauchsgegenstand 4. Was ist das mit dem 3, 4, 2? Achso. Also die 4 Stufen, hm. Hm. Packung mit medizinischem Material aus der Zeit vor dem BAV-Ausbruch. So, können wir hier sogar individuell, was haben wir hier noch? Jäger. Auf Parcours und Heilung. Fernkampfwaffen und Tarnung. Okay, das haben wir ja noch nicht. Dann werden wir jetzt hier mal Heilung und Parcourskampf gehen. Okay. Ah, okay. Ah, Jogginghose für Panzer, klasse mit Schwerpunkt auf zweihändige Waffen und darauf viel einsticken zu können. Schadenswiderstand, okay, gegen Elektrizität, Schaden 2H-Waffen. Oh. Irgendwann wird es mit Sicherheit soweit sein, dass es passiert. Ja,
Stimmt mal sein, ja. Fernkampfwaffen und Tarnung. Ja, machen wir jetzt mal das hier. Wegen dem und viel Schaden einstecken. Gut, das ist jetzt individuell und das war eben dann mit vorgegeben. Machen wir mal kurz so. Hier. Antiker Hammer, einhändiges Artefakt 23,4, stumpf, Haltbarkeit. Bei der Antiquität wie dieser hier ist es fast eine Schande, sie einzusetzen. Schaden gegen Menschen plus 11, Schaden gegen Infizierte plus 9, Schadensbonus bei voller Gesundheit plus 7. Spitze, Schaft, Griff und Talisman. Hm. Ja, sieht schon mächtig aus. Gut. Ja, man hat so ein bisschen so einen Marker, dass man eben auch trifft. Lass mich gehen, bitte. Nein. Nein, warte. Oh. Seltsam, dass ich das Dach nicht mehr finde, wo die Taschen vorne waren. Seltsam. Wir sind aber viele. Das sind wieder Banditen. Begegnung fehlgeschlagen? Ja gut, weil ich das jetzt nicht gemacht habe. So, das noch. Also hier reinkommen und dann... Los. Etwas, ja. Hallo. Du suchst wohl ein bisschen Nervenkitzel, was?
Behalte deinen Biomarker besser im Auge, wenn du nachts unterwegs bist. Okay. So, gehen wir hier noch rein. Latest und hottest. Immer so gerne überziehst. Oh, ich will das gar nicht überziehen. Voll schlecht, ey. Gut, gehen wir von der Nähe. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt am Sonntag zum Sonderstream mit Dying Light 2 Stay Human. Mir am Gastgeber Twitch live aus der Gaming Lounge. Und vielen, vielen Dank, Egris, Zubo und Art fürs Reinspringen und Mitchatten. Und ich lasse euch jetzt hier mit dieser Szene ausklingen. Genießt noch den Sonntag. Guten Start in die neue Woche. Und bis zum nächsten Mal, indem wir weiter überleben. Dankeschön. Macht's gut und ciao. Alles umsonst. Ich muss es diesmal einfach hinbekommen. Alberto muss sehen, dass ich gut genug bin. Wie heißt du, Kumpel? Vasco. Vasco? Ich hab dich noch nie gesehen. Ich bin Daniel. Okay. Also, um was geht's bei der Sache? Ich bin nur der Späher, Vasco. Ich schicke dich zu meinen Partnern. Die werden dich dann einweisen. Aber sei bitte diskret, okay?